Freizeitparks sollen Spaß machen. Sie sollen Kindern sowie Erwachsenen helfen, den Alltag für eine Weile zu vergessen und einfach eine kurzweilige Zeit zu genießen. Doch immer wieder kommt es auch an diesen Orten der Freude zu gruseligen oder tragischen Zwischenfällen. Ob nun durch fehlende Sicherheit oder sogar beabsichtigte Fremdeinwirkung, immer wieder finden Menschen ihren Tod in eigentlich harmlosen Freizeitparks. Oft werden solche Zwischenfälle heruntergespielt oder unter den Teppich gekehrt, um das fröhliche Image der Parks nicht zu zerstören. Heute möchte ich euch einige dieser schrecklichen Tragödien vorstellen. Es ist der 14. Februar 2004, Valentinstag. Der Transvaal Park ist der perfekte Ort, um einen romantischen Tag mit seinem Partner zu verbringen. Ein luxuriöser Wasserpark mit exotischem Flair. Das afrikanische Thema, die hochmoderne Steinsauna und die großen, beheizten Pools ließen die Besucher an diesem kalten Februartag in Massen in den Transvaal Park strömen. Diese hatte erst 2 Jahre zuvor eröffnet, doch zählte schnell zu einem der beliebtesten Wasserparks in Moskau. Als sich der Tag dem Ende zuneigte, verließen die meisten Besucher den Park, was ihnen vermutlich das Leben rettete. Um 19.15 Uhr begann die Decke unter dem enormen Gewicht des Glasdachs zusammenzubrechen. Nur die wenigsten der Badenden schafften es, sich noch in Sicherheit zu bringen. 28 Menschen wurden von den Trümmern zerquetscht, darunter auch 8 Kinder. Insgesamt wurden 193 weitere Menschen verletzt, teilweise schwer. Als Grund für das Zusammenbrechen des Dachs wurden schwere Konstruktionsmängel angenommen. Der Transvaal Aquapark war jedoch nicht das einzige Gebäude des russischen Ingenieurs Noda Kancheli, das auf so tragische Weise zusammenbrach. Auch die von ihm geplante Basmani-Markthalle stürzte fast genau 2 Jahre später in sich zusammen und riss 66 Menschen in den Tod. Später musste er sich vor Gericht dafür verantworten. Lag vielleicht ein Fluch auf ihm oder waren es wirklich nur tragische Unfälle? Als eine Gruppe von 9 Teenagern an diesem folgenschweren Tag im Mai 1984 den Six Flags Great Adventure Freizeitpark in New Jersey besuchte, hätten sie vermutlich niemals daran gedacht, dass wenige Stunden später nur noch einer von ihnen am Leben sein sollte. Sie hatten eine gute Zeit und amüsierten sich, als sie die verschiedenen Fahrgeschäfte und Attraktionen testeten, die der Park zu bieten hatte. Als sie schließlich etwa gegen 20 nach 6 vor den Pforten des Haunted Castle standen, welches sie mit billigen Plastikvampiren und Fake-Spinnweben erschrecken sollte, ahnten sie nicht, dass der Besuch des Geisterhauses für sie zum wahren Horror werden sollte. Die 9 Freunde passierten also das Tor zum Castle und starteten ihren Spaziergang ins Grauen. Wahrscheinlich wären sie niemals eingetreten, wenn sie gewusst hätten, welche gravierenden Sicherheitsmängel die Attraktion aufwies. Da das Geisterhaus, welches bereits seit 5 Jahren eröffnet war, von der Parkleitung als temporäre Struktur bezeichnet wurde, kümmerte sich keine offizielle Behörde darum, die Sicherheit der Attraktion zu kontrollieren. Die eigenen Sicherheitsberater des Parks bemängelten mehr als einmal, dass der Struktur eine Baugenehmigung, Feuer sowie Rauchmelder und Sprenkleranlagen fehlen würden, was die Parkleitung jedoch stets ignorierte. Diese Ignoranz war es, die später zum Tod von 8 jungen Menschen führen sollte. Die genaue Ursache des Brandes ist umstritten, doch ein 13-jähriger Junge sagte später aus, dass er von einem älteren Teenager, der im Park arbeitete, durch die Attraktion geführt wurde. Der ältere Junge verwendete ein Feuerzeug, um in einem dunklen Gang etwas erkennen zu können.
Versehentlich lief er in eine Schaumstoffwand, die sich sofort entzündete. Es dauerte keine 2 Minuten und das Feuer hatte sich bereits unkontrolliert in der trockenen und von hochentzündlichem Schaumstoff ausgekleideten Struktur ausgebreitet. Als sich das Feuer entzündete, waren 29 Menschen in dem Gebäude, das schnell zu einer rauchenden und brennenden Todesfalle wurde. 14 von ihnen, darunter 4 Mitarbeiter, schafften es noch, sich aus eigener Kraft zu retten. 7 weitere konnten später von den schnell eintreffenden Feuerwehrmännern geborgen werden. Sie überlebten nur knapp, da sie eine große Menge Rauch eingeatmet hatten. Unter ihnen befand sich auch ein Mitglied der Gruppe der 9 Teenager, die die Attraktion gemeinsam betreten hatten. Vorerst bemerkte niemand, dass sich noch 8 weitere Personen in der Geisterbahn befunden hatten. Das Feuer wurde innerhalb der nächsten Stunde unter Kontrolle gebracht und der Park blieb sogar noch weiterhin geöffnet. Bis man wenige Stunden später die Körper der restlichen 8 Jugendlichen fand, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt waren. Sie wurden zunächst für Puppen aus der Attraktion gehalten, doch schnell stellte sich heraus, dass der tragische Brand das Leben von 8 Menschen gefordert hatte. Der Park musste schließen, doch nicht für sehr lange. Die Parkleitung wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, doch der Prozess verlief im Sand und die Offiziellen wurden nie für die Tragödie belangt. Wenige Wochen später eröffnete der Park erneut seine Pforten und existiert bis heute. Eine Reise ins All zu den Sternen wäre wohl ein Traum für viele von uns. Im Overseas Chinatown Freizeitpark konnte man sich diesen Traum zumindest zum Teil erfüllen, indem man in das Fahrgeschäft Space Journey stieg. Die Attraktion sollte den Flug einer Rakete ins unendliche Weltall simulieren. Das tat sie auch, jedoch nicht sehr lange. Das Fahrgeschäft war nur etwa 1 Jahr in Betrieb, als sich am 29.06.2010 ein tragischer Unfall ereignete, der den Traum vom Weltall für die Besucher zum Albtraum machte. Wie zu jeder anderen Fahrt stiegen etwa 48 Besucher in die 12 verschiedenen Raumkapseln, die sich in einer etwa 24 Meter hohen Kuppel mit hoher Geschwindigkeit um eine spezielle Konstruktion drehen sollten. Doch bei dieser Fahrt lief etwas schief und eine der Kapseln lockerte sich und stieß mit einer anderen zusammen. Dadurch verlor die gesamte Konstruktion ihre Balance und die Kapseln senkten sich nicht wie geplant zum Boden, um dann kurz vor dem Aufprall wieder nach oben zu steigen, sondern schlugen mit unglaublicher Geschwindigkeit in den Boden ein. Wieder und wieder und wieder. Als das Fahrgeschäft schließlich gestoppt werden konnte, war es für 6 der 40 Besucher bereits zu spät. Sie waren tot. Die Angehörigen der Toten erhielten nie angemessene Entschädigung für ihre Verluste und der Park schloss auch nicht. Lediglich die Attraktion ist heute nicht mehr in dieser Form im Park zu finden. Man hat euch als Kind sicher auch mehr als einmal eingetrichtert, wie man sich auf einer Wasserrutsche zu verhalten hat. Man soll nur auf dem Rücken rutschen, immer alleine und vor allem soll man warten, bis der Vordermann oder die Vorderfrau eine gewisse Linie überquert hat, bevor man selbst rutscht. Dies ist nicht nur der Verletzungsgefahr geschuldet, wie der tragische Unfall im Waterworld USA Concord im Jahr 1997 zeigt. An diesem schicksalhaften 2. Juni waren 200 Schüler einer lokalen Highschool in den Park gefahren, da sie in wenigen Tagen ihren letzten Schultag haben würden. Sie verbrachten den Tag mit den vielen Schwimmbecken und Rutschen, die der Park zu bieten hatte, bis ihre Lehrer sie aufforderten, sich langsam auf die Rückfahrt vorzubereiten.
33 Schüler fassten den Plan, noch ein allerletztes Mal auf der Banzai Pipeline zu rutschen. Es sollte tatsächlich das letzte Mal sein, dass jemand diese Wasserrutsche hinabrutschte. Anstatt einzeln zu rutschen, setzten sich alle 33 Schüler nacheinander in die Wasserrutsche und bildeten eine lange Kette. Es kam, wie es kommen musste. Die Konstruktion hielt dem Gewicht der Teenager nicht stand und brach unter ihnen zusammen. Sie stürzten mehrere Meter in die Tiefe. Ein Sturz, den ein 18-jähriges Mädchen nicht überlebte. So, das war's auch schon wieder jetzt hier mit diesem Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat und dass ihr das Thema interessant fandet. Ich würde mich wie immer sehr über ein Like und ein Abo freuen. Von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao.